So, heute jetzt noch mal ein richtiges Review zum Bicycle Premier Back Deck. Also, das Bicycle Premier Back Deck ist ein sehr schön designtes Deck und ja, aber es sind eher halt Sammlerkarten als Karten für Kartentricks, weil die Joker und schwarzen Karten in einem glänzenden Goldton designt sind und deswegen sind zum Beispiel Kreuz und Pik sehr schwer für normale Menschen zu unterscheiden. Diesen Kritikpunkt habe ich halt öfter gekriegt. Und wie ihr seht, kommt das mit drei Jokern. Zwei, die gleich aussehen und eins in so einem Bordeaux-Rotton. Und zusätzlich noch eine Blankokarte. Die vier Asse sehen ganz normal aus. Das Pik Ass ist auch so ein Standard Ass von Bicycle. So ein Standard Pik Ass. Und ja. Das Pik Ass sieht dann halt so aus, auch in dem Goldton designt. In der Mitte die Standard Dame von Bicycle, die auch bei den Standard Decks im Pik Ass zu sehen ist. In der Mitte in so einem Rotton. Und die beiden roten Asse. Das Backdesign ist so eine Art Teppich, würde ich jetzt sagen, oder, naja, ist schwer zu beschreiben. Aber, ja, so sieht das halt von hinten aus. Das sieht man auch auf der Verpackung nochmal. Hinten das Backdesign. Hier einmal das Backdesign. Und, ja, von vorne sieht die Verpackung halt so aus. Von der Seite ist Air Cushion Finish. Und kommt aus den USA, aus Kentucky. Halt. Unten stehen dann, steht drauf, von wo das kommt und so. Auf der anderen Seite steht, dass es ein USPCC-Deck ist. Ja. Und auf der Deckellasche steht dann auch nochmal, wie das designt ist und sowas halt. Es hat halt auch passend zum goldenen Design einen goldenen Aufkleber. Ja, das war's dann soweit für mir für das Bicycle Premier Back und ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so Anmerkungen, dann schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mir eine PN. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich kriege und jeden Kritikpunkt, was ich noch besser machen kann und sowas halt. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen oder über ein Like. Also damit könnt ihr mir wirklich helfen, weil ich auch noch recht neu bin und ich jetzt halt eure Hilfe brauche, um ein bisschen bekannter zu werden. Ja, soweit dann von mir und bis zum nächsten Mal.